Weiter geht's mit Metroid Fusion. Wir haben schon eine Stunde und fünf Minuten gespielt. Ne? Naja, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, den besten Endscreen werde ich nicht hinbekommen. Ich glaube, da bin ich schon zu langsam für. Okay, wir wollten hier zum Navigationsterminal gehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was unser nächstes Ziel ist. Was müssen wir als nächstes tun? Samus. Es gibt Grund zur Sorge. Das ist irgendwie nichts Neues, weißt du? Die Sicherheitssperre zu lösen, könnte falsch gewesen sein. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, stimmt. Hast recht. Das SAX ist in die Wasserumgebung von Sektor 4, AQA, eingedrungen. Und mit ihm mehrere tausend X. Mehrere tausend gleich. Nach der Aktivierung der blauen Schleusen konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Ist die Anweisung klar? Okay. So. Das hätte sich Adam aber auch vorher überlegen können, ob es so eine gute Idee ist, die Schleusen zu entriegeln, ne? Naja. Er ist hier der Supercomputer. Das SAX, ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Das SAX ist eine Kopie, ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es sein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Wir sind wieder auf dem Hauptdeck. Okay. Irgendwie freue ich mich schon auf den Showdown mit dem Sex. Naja. Sektor 4, AQA oder Aqua oder... Naja, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Okay, durch hier. Navigationsterminal, das ging ja schnell. Wieder Gelaber. So. Okay, das ist mal wieder ein bisschen größer. Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Sehe ich nichts von im Moment. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind. Doch das hier. Scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das SAX über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, diese X. Vor allem das SAX. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Seris nannten. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weitreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Seris zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das SAX... Nein, ich hab... Verdammt. Egal, guck ich mir im Video später an. Nicht sicher bin, warum. Ich habe den Anschluss mit dem Dialog verpasst. Naja. Seris ist wiederholt zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren. Wenngleich es sich hier um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Oh, wie nett, danke. Andernfalls könnte es in weitere Sektoren eindringen. Sind die Anweisungen klar? Natürlich, Adam. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Okay. Doch wir können Sie nicht vom Netz trennen. Dies hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen. Wenn sie in Kontakt mit dem Wasser geraten, so erleiden sie einen schweren elektrischen Schock. Denke ich mir. Schonen sie ihre Energiereserven, wenn sie vordringen. Ja. Das erinnert mich an damals, als mir der Föhn in die Wanne geplumpst ist. Naja. Speichern. Okay. Weiter. Und ein Regenerator. Das Spiel ist nett. Gleich all diese wichtigen Räume nebeneinander. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bald unfair wird. Oh. Das ist eine coole Musik. Die gefällt mir. Davon möchte ich mal einen Remix hören. Okay, wo soll ich lang? Moment. Ich würde sagen, hier. Vorerst. Was sind denn die hier? Naja, egal. So,
Okay, ich sehe, dass mit dem Wasser irgendwas nicht stimmt. Aber ich sehe nicht, dass dieser Sektor besonders beschädigt wäre oder so. Hey. Nein. Ach so, ja, so geht das, genau. Warum geht das nicht? Also. Verdammt. Kann ich das hier auch zerstören? Nee, dafür brauche ich noch was anderes. Okay. Wow, nein. Ich habe nicht gesehen, dass da Wasser ist. Naja. Okay. Interessantes Gebiet hier. Das gefällt mir irgendwie. Ich mag eigentlich so Sprungeinlagen, solange sie nicht so sehr übertrieben sind. Okay, weiter geht's. Ja. Gut. Ist das Wasser hier auch verseucht? Sieht nicht so aus, okay. Was heißt verseucht? Unter Strom gesetzt, meine ich. Oh. Moment. Haha. Oh, ich kann jetzt auch unter Wasser höher springen. Okay. So, gehen wir weiter. Ja, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich so alles erzählen soll. Bin ich hier richtig? Nee. Aber kann ich woanders lang? Ich habe ziemlich wenig Energie gerade. Moment. So. Hier müsste ich doch lang können. Ah, verdammt, verdammt. So. Hier muss ich mehr Energie. Hier kann ich auch lang. Gut, dann gehen wir hier erstmal lang. Mittlerweile habe ich den Gegner begriffen, ja? Nein! Verdammt! Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich konnte irgendwie nicht ausweichen. Damn! Naja. Okay, weiter. Eigentlich brauche ich gar nicht den Regenerator zu benutzen, fällt mir gerade auf. Ich habe alles voll. Okay. Speedrun... Fail. Okay. Weiter. Weiter. So. Ach nee, geht ja nicht. Also oben lang. So. Verdammt, eigentlich wollte ich mich hangeln, aber ich glaube, das muss ich sowieso nicht. Jedenfalls nicht im Moment. So. Kann man eigentlich sagen, dass ich jetzt genug erreicht habe für ein Video, weil ich bin jetzt gestorben zwischendurch und es ist jetzt fast schon wieder vorbei, verdammt. Hallo? So. Ich frage mich, warum jetzt im nächsten Raum schon wieder so ein Fisch kommt. Ich habe die mittlerweile begriffen, die Dinger. So, aber diesmal bin ich schlauer. Hoffe ich. Na also. Gut, weiter hoch. Ich gehe mal hier rein, weil hier ist ein Speicherraum. Und das ist gut. So. Geheimnis irgendwo? Ich weiß, dass es in einem Speicherraum ein Geheimnis gab, aber das habe ich verpasst, weil ich es nicht gesehen habe. Okay, weiter. Weiter, weiter und die Dinger killen. Komm. Das ist so eine Mini-Pfütze, Samus, und du kannst nicht so schnell daran gehen. Na gut, Mini-Pfütze ist vielleicht auch übertrieben. Also untertrieben meine ich, weil... hallo? Bin ich zu doof für den Wandsprung? Gut, geht doch. So. Wow, das war nett. Okay. Hier ist ein Geheimnis drin. Ja, Geheimnis, ne? Das war sehr offensichtlich. Okay, hier sehe ich langsam Beschädigungen. Hier komme ich auch so nicht weiter. Das ist...
Crap. So. Verdammt. So. So, 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 so. Dann. Ne, Moment. Wo soll ich denn jetzt lang? Hä? Wie geht denn das? Okay, ich werde, glaube ich, erstmal zu dem D dort gehen, das ich da sehe, weil ich sehe keinen Weg, wie ich zum Boss komme. Deshalb, speichere ich hier nochmal und sage gleich Tschüss, bis zum nächsten Mal.